herzlich willkommen zu ZAPP. Nicht mal 1000 Kilometer von hier, an der Außengrenze zur EU, sitzen Familien jetzt gerade draußen in der Kälte fest. Sie werden quasi benutzt in einem Streit zwischen Belarus und der EU. Man hört von Wasserwerfereinsätzen, körperlichen Angriffen gegen die Geflüchteten. Aber was sich eigentlich genau vor Ort abspielt, das lässt sich nur ganz schwer überprüfen. Und das ist von der polnischen Regierung offenbar beabsichtigt. Denn sie lässt keine Reporterinnen und Reporter an die Grenze. Nils Altland und Manny Mülling berichten. Es gibt auch Berichte von regionalen Journalisten, dass es zu Toten in den Lagern gekommen sei. Auch das können wir nicht verifizieren. Wir alle können dort nicht unabhängig berichten und beobachten. Wir müssen uns auf die polnischen Behörden verlassen, auf die Social-Media-Videos, die sie teilen. Die polnische Regierung hat die gesamte Grenze zu Belarus zur Sperrzone erklärt. 3 Kilometer davor ist kein Durchkommen mehr, abgeschirmt von Polizei und Grenzschutz. Das behindert ZDF-Reporterin Anna Feist. Die Begründung offiziell, die von der polnischen Regierung auch so bekannt gegeben wurde, ist, dass es Sicherheitsbedenken gäbe, wenn Journalisten vor Ort berichten dürften und dass unsere Bilder eben weiter provozieren könnten und die Lage weiter zuspitzen könnten. Und das sind natürlich Begründungen, schwierig. Also ich gehe davon aus, dass es darum geht, die Kontrolle über die Bilder zu behalten und das passiert hier sehr, sehr effektiv. Kontrolle in einer komplexen politischen Lage. Auf der einen Seite Belarus-Regime unter Präsident Lukaschenko. Medienberichten zufolge lockt er Flüchtlinge aus dem Irak, Syrien und Afghanistan ins Land und lässt sie von seinem Militär an die Grenze begleiten. Offenbar eine Reaktion auf die EU. Ihr habt Sanktionen gegen mich verhängt, gegen Belarus. Und ihr Drecksäcke, ihr Dummköpfe, wollt, dass ich euch vor Migranten beschütze? Auf der anderen Seite die EU unter Druck. Wieder Bilder von Europas Außengrenze als Festung. Menschen in Not, übernachten unter freiem Himmel bei Minusgraden. Es gab offenbar schon 10 Tote. Immer wieder treffen Reporter jenseits der Sperrzone Geflüchtete. Wie hier ein ARD-Team, diese Männer aus Syrien. Protect us, please. We go out from my country because the war. It's very bad, bro. It's very bad. Polnische Soldaten würden die Geflüchteten zurück zur Grenze zwingen, berichten sie den Reportern. Dabei sind sogenannte Pushbacks nach EU-Recht illegal. Sind deshalb keine Journalisten an der Grenze gewollt? Jedenfalls greifen polnische Behörden hart gegen Journalisten durch. Das erlebte im Oktober hier ein Team von Arte. Repressionen der Behörden gegen Berichterstattung hier im Grenzgebiet mussten wir am eigenen Leib erfahren. Uns wurde die Kamera abgenommen, die Handys wurden eingezogen, wir wurden verhaftet und 24 Stunden in Einzelhaft gehalten. Auch jetzt, zurück in Straßburg, nimmt Ulrike Dessler das noch immer mit. Wir haben aus diesem verbotenen Gebiet ja auch gar nicht berichtet. Wir sind ja nur da durchgefahren, weil man uns da hingewiesen hat. Als ich dann in meiner Zelle lag und dann die Decke und diese ganze Erbärmlichkeit da anguckte, ich war so wütend, ich war so machtlos. Die haben ja auch das Material nicht angeguckt. Die haben sich ja nicht wirklich für unsere Gründe interessiert. Die wollten, hatte ich das Gefühl, ein Exempel statuieren. Presse wollen wir hier nicht. Die erfahrene Reporterin ist seit Jahrzehnten in Krisengebieten unterwegs. Doch so etwas hat sie noch nie erlebt. Dass es einfach menschenrechtsfreie Räume gibt mitten in der EU, das gibt es doch eigentlich gar nicht. Das darf einfach nicht sein. Als ich Arte das mitteilte, dass ich in Polen im Gefängnis sei, die wollten das gar nicht glauben. Dessler und ihre Kollegen haben inzwischen Klage gegen die polnischen Behörden eingereicht. Reporterinnen wie Anna Feist setzen für ihre Berichte auf Aussagen von Menschen, die es hinter die Sperrzone geschafft haben. Hier in einer Flüchtlingsunterkunft. Oder auf Mitarbeiterinnen von Hilfsorganisationen, hier mit Olaf Bock, dem ARD-Korrespondenten in Polen. Er reist zwischen Grenzgebiet und dem Studio in Warschau hin und her. Bock ist auch auf Bildmaterial Dritter angewiesen, sichtet immer wieder Videos aus dem Netz. Es gibt von der Grenzschutzbehörde natürlich auch ins Netz gestellte Videos, insbesondere dann auch Thema Aggression. Es gibt ja Fälle von teils gewaltsam versuchen, die Grenze zu überqueren. Das ist Material,
dass wir dann zugeliefert bekommen, dass sich aber sozusagen nicht unsere eigene Quellenlage ist. Das heißt, wie die Situation sich entwickelt hat, können wir dann nur aufgrund der Bilder beurteilen. Es ist ein Kampf um die Deutungshoheit. Hier Bilder des belarussischen Grenzschutzes. So zugerichtet hätten die Migranten polnische Sicherheitskräfte beim Versuch, die Grenze zu überqueren, heißt es. Die polnische Seite behauptet hingegen immer wieder, Belarus helfe den Migranten, die Grenze zu überwinden und würde mit Lasern die polnischen Kräfte blenden. Einzige Quelle: der polnische Grenzschutz. Also wenn es Material ist, von dem wir ausgehen, dass es von Menschen jenseits der Grenze ins Netz gestellt wurde, wird das genauso eingeordnet, sowohl im Text als auch im Kommentar. Da wird auch ein Konjunktiv verwendet. Diese Aufnahmen sollen zeigen, dass... Aufnahmen der belarussischen Seite gibt es zunächst nur von Staatsmedien. Inzwischen sind auch ausgewählte westliche Medien wie CNN und BBC in Belarus. Weitere Puzzleteile in einem unvollständigen Bild. Migranten auf der belarussischen Seite der Grenze werfen Steine und Äste. Chaos ist ausgebrochen. Belarus wird beschuldigt, die Krise fingiert zu haben, um eine humanitäre Katastrophe an seiner Grenze zu erzeugen. Polens Innenminister Kaminski kündigte am Montag an, Journalisten nun auch auf die polnische Seite zu lassen. Unter Auflagen. Doch Olaf Bock bleibt skeptisch. Frei bewegen können wird er sich im Grenzgebiet wohl erstmal nicht. Das ändert nichts an seiner Aufgabe. Menschen, die bei minus 3 Grad im Wald überleben müssen, die teilweise kleine Kinder dabei haben, denen humanitär keine Hilfe zukommt. Und ich glaube, unabhängig von der Frage, ob das propagandistisch gewollt ist, von Lukaschenko diese Bilder zu erzeugen, auch zu sagen, Europa hilft da nicht, ändert es ja nichts an der Tatsache, dass sich dort Menschen in Not befinden. Und ist es dann nicht auch unsere Pflicht als Journalisten, darauf aufmerksam zu machen? Und das sollte auch im Interesse der EU sein, denn das Recht auf Informationsfreiheit ohne behördliche Eingriffe und ohne Rücksicht auf Grenzen steht so wortwörtlich in der EU-Grundrechtecharta. Starkregen, Fluten und ein zurückliegender Oktober, der laut deutschem Wetterdienst zu warm war. Wenn die Auswirkungen des Klimawandels akut und spürbar sind, dann berichten Medien. Oder wenn wie letzte Woche in Glasgow Politikerinnen und Politiker aus aller Welt um Lösungen streiten. Dazwischen passiert zum Thema aber viel zu wenig. Sagt eine Gruppe von Journalistinnen und Journalisten auch in der ARD. Prominentes Beispiel Eckart von Hirschhausen, der an die Medien appelliert, dem Thema dringend mehr Platz einzuräumen. Daniel Buß. Wir sind es selbst, die die Ozeane, das Land und die Luft um diesen Globus herum so viel wärmer machen, dass es immer häufiger heftig regnen oder extreme Hitze geben wird. Hitzewellen, Starkregen und die Intensität von Wirbelstürmen würden den Berechnungen zufolge zunehmen. Die Gefahr, dass man sich eines Tages wird nachsagen lassen müssen, ihr habt das wichtigste Thema der Welt nicht adäquat behandelt, die halte ich für ganz real. Ja, Sie merken, ich werde fassungslos, ich werde wütend, ich werde ungeduldig. Und das ist für mich auch wichtig, dass mehr Menschen sich mit diesen Themen beschäftigen. Wir können auch nicht sozusagen die Ausputzer für die ARD sein, für das, was vielleicht noch nicht gemacht wird. What do we want? Es ist das Klimajahr, aber haben das auch alle Medien verstanden? Ich meine, jetzt während Glasgow, während der Weltklimakonferenz, da gibt es natürlich viele Titel wie hier beim Spiegel. Wie stoppen wir das? Und auch viele Dokumentationen im Fernsehen. Aber es gibt ja auch Initiativen, die sich gegründet haben, wie Klima vor 8, die letztlich für ein gleichnamiges Programm, für eine gleichnamige Sendung auch kämpft. Und Klima vor 8, die haben jetzt pünktlich zu Glasgow auch das Programm der öffentlich-rechtlichen Sender ausgewertet. Wir haben mal genauer nachgeschaut, wie oft Klima und Klimathemen im Programm des öffentlich-rechtlichen Rundfunks vorkommen. Und die Wahrnehmung der Klimakrise als vordringliches Thema in der Bevölkerung gegenübergestellt.
Die Anzahl der Sendungen zur Klimakrise im öffentlich-rechtlichen Fernsehen spiegeln weder die Relevanz noch das Problembewusstsein in der Bevölkerung wider. Ich frage die ARD, ob auch sie einen Nachholbedarf erkennt. Und ich habe mich mit Kolleginnen und Kollegen verabredet, die schon mehr über das Klima berichten wollen. Und dabei fährt jeder seinen eigenen Ansatz. Erste Station, Frankfurt. Hier sitzt die Wetterredaktion der ARD. Carsten Schwanke schaut mit seinen Kollegen nach. Wie wird es wohl morgen und in den nächsten Tagen? Schwanke wird das heute 10-mal erklären. Quer durch die Programme der ARD. Was ihr eben auch schon so toll gezeigt habt, wir hatten heute viel Sonnenschein und nur ganz vereinzelt Nebel. Typisches Herbstwetter und das bleibt uns auch morgen noch erhalten. Jetzt zu dieser kühleren Version im Osten. Warum? Weil wir hier den Wind aus dem Böhmischen Becken haben. Wettermoderatoren liefern schon lange mehr. Zusammenhänge, wie neulich, über häufigere Katastrophen, die richtig teuer werden. Warum geht in Zeiten des Klimawandels eine solche Kurve nach unten? Dazu muss man wissen, was hier an der Y-Achse aufgetragen ist. Das sind die Tage, die den Abstand bezeichnen, den mittleren Abstand zweier aufeinanderfolgender Extremwetterereignisse oder Naturkatastrophen. Und deshalb geht diese Kurve nach unten. Aber ihr quetscht dann schon solche Karten zum Beispiel, also solche Grafiken in ein Format, das ja eigentlich fürs Wetter reserviert war und eingerichtet war. Ihr bekommt ja nicht deutlich mehr Sendezeit dafür, ne? Vollkommen recht. Wir quetschen es da rein, weil meine Sendezeit verlängert sich nicht. Also die größte Sendezeit habe ich manchmal beim Wetter vor 8. Das schwankt zwischen 2 Minuten und manchmal 4 Minuten 30. Dann ist man dankbar, dann kann man eine schöne Geschichte auch erzählen. Aber meistens sind eigentlich unsere Wettersendungen zu kurz mit 2 Minuten. Aber wenn ich dann sehe, dass es gerade draußen irgendwelche Unwetter gibt, wo man wirklich einen Zusammenhang herstellen kann, wo man zeigen kann, das ist ein Beispiel, wie wir den Klimawandel in Zukunft häufiger zu spüren bekommen, dann empfinde ich das fast sogar als meine journalistische Aufgabe, auch darüber zu berichten. Was Schwanke und andere Meteorologen bei ARD und ZDF machen, bezeichnet der Hamburger Medienexperte Christian Stöcker als einsamen Klimakampf der Wetteransager. Sie haben geschrieben bei Spiegel.de, das sei Guerilla-Journalismus. Empfinden Sie das tatsächlich so? Also es wird weniger Zeit investiert und weniger Sendezeit und auch weniger Produktionskapazität in die Berichterstattung über die Klimakrise, als es angemessen wäre. Der Wetterbericht, das früher unpolitischste Format, das das Fernsehen anzubieten hat, jetzt sozusagen auf diese Art und Weise zu einem quasi politischen Format wird, weil da wenigstens darüber gesprochen wird, was eigentlich wirklich los ist und dass es wirklich brennt. Das war gemeint mit diesem Begriff Guerilla-Journalismus. Den Schwanke übertrieben findet. Der Medienexperte bleibt aber bei seinem Bild und er ärgert sich. Viele Medien hätten sich jahrelang davor gedrückt, dem Klima mehr Raum zu bieten, obwohl die Wissenschaft sehr deutlich gewarnt haben. Es ist schon ein relativ hoher Level an Selbstkritik notwendig, um zu sagen, okay, wir haben etwas falsch gemacht, wir müssen das jetzt ändern. Davor drücken sich die Verantwortlichen? Ich glaube schon. Was riskiert der öffentlich-rechtliche Rundfunk gesellschaftlich, wenn er sich dem Thema nicht adäquat widmet? Er riskiert, dass er sozusagen eigentlich nicht seinem Informationsauftrag gerecht wird. Und dass die Leute früher oder später, vielleicht auch erst später sagen, warum habt ihr uns das eigentlich damals nicht deutlicher gesagt? Die Gefahr, dass man sich eines Tages wird nachsagen lassen müssen, ihr habt das wichtigste Thema der Welt nicht adäquat behandelt, die halte ich für ganz real. Hier geht es ja unter anderem gerade darum, wer die Macht übernehmen darf, wer am Ende auch Klimapolitik in Deutschland machen und umsetzen darf. Und da ist unterwegs unter anderem als eine Art, ja, wie soll man sagen, Klimalobbyist auch, ein Mensch, den wir vor allen Dingen auch aus den Medien, aus dem Ersten kennen, der jetzt für das Erste eine Sendung konzipiert hat, Eckart von Hirschhausen, Wissen vor 8 Erde. Das Wort Klima taucht seltsamerweise nicht auf, obwohl es genau darum geht. 1,5 Grad mehr. Das kann also für uns Menschen und unsere Mitbewohner auf dieser einen Erde ein Riesenunterschied sein, der zwischen Leben und Tod. Deshalb ist es so wichtig, Treibhausgase zu reduzieren und um jede vermiedene Tonne CO2 und um jedes Zehntel Grad weniger Erwärmung zu kämpfen. Hirschhausen kenne auch ich eigentlich als den lustigen Arzt. Seine mediale Prominenz nutzt er heute aber eben, um fürs Klima zu kämpfen.
Stolz zeigt er mir seinen Spruch, der jetzt im Regierungsviertel hängt. Das Teuerste, was wir jetzt tun können, ist nichts. Im Ahrtal sind in einer Nacht 30 Milliarden Schäden mindestens entstanden. Und wir haben viel zu lange darüber geredet, oh ja, können wir uns das leisten, Klimaschutz? In den Triellen war immer die Rede von, ja, wenn Sie das so umsetzen, was kostet denn der Liter Benzin? Weil das angeblich Volksnähe ist. Wenn Klima überhaupt Thema in den Triellen war, ne? Ja. Volksnähe heißt für mich, was ist Gesundheit? Mhm. Gesundheit ist, dass wir beide hier atmen können. Gesundheit ist, dass wir eine erträgliche Außentemperatur haben. Hirschhausen hat ein dickes Buch geschrieben über den Zusammenhang von Klima und Gesundheit und einen langen Brief an die Verhandler der künftigen Koalition. Mit seiner Unterschrift wirbt er dafür, dass Klimaschutz die Top-Priorität wird. Und er wünscht sich das auch für die Medien. Und ich möchte, dass Pflegefachkräfte interviewt werden, wie es ist, den Menschen sagen, nicht helfen zu können, weil das, was die Medizin kann, mit Tabletten, mit Operationen, mit Maßnahmen aus dem medizinischen Bereich, reicht nicht mehr in der Klimakrise. Und dieses Aha, da spüre ich, dafür öffnen sich jetzt die Medien, dafür öffnen sich die PolitikerInnen, dafür öffnen sich hoffentlich auch die Koalitionäre. Und deswegen habe ich noch nicht die Hoffnung aufgegeben, dass wir wirklich noch dieses Rad drehen können. Wir haben noch maximal 2 Legislaturen dafür Zeit. Und so lange touren Sie hier noch rum? Ja, solange es mir vergönnt ist. Ich habe wirklich persönliche Konsequenzen gezogen. Ich werde mein Tourgeschehen im nächsten Jahr beenden. Ich werde mich dieser Aufgabe voll widmen. Dafür muss man natürlich erstmal recherchieren. Und wo geht das besser als auf der Weltklimakonferenz in Glasgow? Was ich hier auf der COP26 mitnehme, ist so zu machen. Nämlich zu sagen, wie unglaublich viele kreative, engagierte und vernetzte Menschen hier unterwegs sind. Man muss sich einmal hier hinstellen, da laufen so viele coole, inspirierende Personen rum. Das nehme ich mit als einen Aufruf, wirklich viel von dieser Energie auch in Deutschland weiter zu verbreiten, dass wir wissen, was wir zu verlieren haben. Aber noch wichtiger, wir haben unglaublich viel zu gewinnen. Wir könnten es schöner und vor allen Dingen auch gesünder haben. Auf meiner kleinen Reise habe ich ja schon festgestellt, dass es immer mehr Kolleginnen und Kollegen gibt, die Klimajournalismus betreiben, weil sie gemerkt haben, das Thema ist wichtig und es interessiert ja auch uns, das Publikum, immer stärker. Und einige dieser Kolleginnen und Kollegen, die betreiben das ja, wenn man ehrlich ist, schon ziemlich lange. Carsten Schwanke zum Beispiel. Er ist inzwischen bei den Tagesthemen angekommen und verrenkt sich regelrecht, um zu zeigen, da könnte wieder mal ungewöhnlich heftig etwas herunterkommen, auch wegen des Klimawandels, diesmal über Italien. Und natürlich interessiert mich noch, wie steht er zu den Forderungen nach echten Klimaformaten? Warte mal, ich höre noch den Ingo Zamperoni die ganze Zeit hier auf dem Ohr. Carsten, ihr macht ja eine Menge hier, haben wir gerade auch heute den Tag über gesehen, als wir dich begleitet haben. Reicht das denn, wenn man so auf zum Beispiel die ARD guckt? Ob es reicht in puncto Klimaberichterstattung? Definitiv nein. Und wir können auch nicht sozusagen die Ausputzer für die ARD sein, für das, was vielleicht noch nicht gemacht wird. Das hört sich jetzt vielleicht etwas böse an. Ausputzer ist vielleicht ein zu negatives Wort. Aber wir bleiben beim Wetter und können wetterbedingte Zusammenhänge beim Klimawandel aufzeigen. Aber es gibt viel mehr Themen rund um Klimawandel und Klimaschutz, die in ganz anderen Sendungen, in vielen anderen Gefäßen stattfinden müssen. Das heißt, du bist schon Fan der Idee, dass es sowas geben sollte, auch in der ARD, wie ein Format Klima vor acht? Ich bin Fan der Idee, dass die ARD, wie auch immer, neben der Berichterstattung in allen anderen Formaten, dass es der ARD gut tun würde und gut zu Gesicht stehen würde, eine Sendung zu kreieren, wo wirklich das Wort Klima im Titel steht. Klima vor acht wird es nicht geben, das verstehe ich. Aber es gibt ja auch andere Sendeplätze und vielleicht kann man da mal auch neue Ideen kreieren, wie man mit diesem Klimawandel, dem Klimaschutz und diesem ganzen Thema umgeht. Nun hat die ARD gesagt, Mensch, Kollege Hirschhausen, machen Sie uns doch mal ein paar Folgen und nächstes Jahr soll es ja auch weitergehen. Reicht das, was die Medien machen? Nein. Prävention ist der einzige Weg, Lebensbedingungen für uns Menschen hier auf dieser Erde zu ermöglichen. Und Sie merken, ich werde fassungslos, ich werde wütend, ich werde ungeduldig. Und das ist für mich auch wichtig, dass mehr Menschen sich mit diesen Themen beschäftigen.
Aber was sagt eigentlich die ARD? Ich habe hier eine Antwort und man schreibt mir, die Auswertung von Klima vor 8 sei unvollständig. Man habe zum Beispiel Magazin- oder Nachrichtensendungen nicht richtig ausgewertet. Da kann man jetzt über die Methodik sicher streiten. Auch fiktionale Formate wie der Fernsehfilm Ökozid fänden keinen Eingang in die Studie, obwohl sie für die Meinungsbildung der Zuschauerinnen und Zuschauer eine große Rolle spielen. Und dann schreibt die ARD ein bisschen länglich, was sie so alles tut. Also sie macht eine ARD-Themenwoche Stadt, Land, Wandel. Da werde in vielen Beiträgen auf das Klima eingegangen. Und dann soll es im Frühjahr eine Eventprogrammierung geben, anlässlich des Weltwassertags, einen umfassenden Themenschwerpunkt im Ersten und in der ARD-Mediathek. Da sind einige plausible Punkte drin, würde ich sagen, aber gleichzeitig finde ich persönlich auch, dass so ein Format, das das Wort Klima als Etikett auch drauf hat, offensiv vielleicht auch ganz klug wäre, einfach um unmissverständlich zu zeigen, dass das Thema auch der ARD ganz besonders wichtig ist. Macht jetzt RTL statt das Erste. Kann die ARD ja vielleicht trotzdem noch mal drüber nachdenken. Und uns zugeschaltet ist jetzt Professor Michael Brüggemann, der seit Jahren über Klimajournalismus forscht. Guten Abend. Guten Abend. Nach dem UN-Gipfel in Glasgow, was schätzen Sie denn? Wird die Berichterstattung jetzt erstmal so hoch bleiben oder wird sie wieder abflauen? Ja, also nach allen Erfahrungen von allen Klimagipfeln, die wir bisher hatten, wird die wieder radikal nach unten sinken auf das sehr niedrige Niveau, wo die Routineberichterstattung über Klimawandel sich sonst befindet. Und Sie haben ja auch parallel zu diesem Klimagipfel Menschen befragt, wie Sie die Berichterstattung über diesen Gipfel empfunden haben. Was ist denn das Ergebnis? Was ist rausgekommen? Ja, die Leute sind, sie haben erstmal recht über die Medien vom Klimagipfel mitbekommen und sie reden auch am Abendbrotstisch über das Thema, ist am Abendbrotstisch angekommen und sind sehr kritisch gegenüber der Medienberichterstattung, sagen, es wurde zu wenig erklärt, 40% sagen, es wurde einfach zu wenig darüber berichtet, was eigentlich verhandelt wurde und auch nur ein Drittel empfindet die Berichterstattung als ausgewogen und unabhängig. Und die einzige gute Nachricht ist, dass es mehr ist als in den vergangenen Jahren. Es geht also kontinuierlich nach oben, aber die Menschen sind immer noch sehr kritisch und wollen mehr lesen oder schauen. Wie sollen denn jetzt Redaktionen mit so einem Ergebnis umgehen? Was für Konsequenzen müssen sie jetzt ziehen? Ja, also vor allem wäre es gut, mehr zu berichten und kontinuierlicher zu berichten. Also nicht das zu machen, was man bisher nach jedem Klimagipfel gemacht hat, dass man dann sich erstmal zurücklehnt, sagt, wir haben jetzt unsere Schwerpunkte und alles abgefeiert und machen jetzt erstmal was anderes. Denn die Relevanzfrage stellt sich, sollte sich doch in jeder Redaktionskonferenz stellen. Was ist jetzt wichtiger für die Berichterstattung? Das politische Schicksal von Friedrich Merz oder das Artensterben? Oder was ist wichtiger, Annalena Baerbocks Leistung auf dem Trampolin oder ihre Klimapolitik? Also die Relevanzfrage muss jeder Journalist, jeder Journalistin selbst beantworten, aber sie sollte sich sie zumindest stellen. Und wie könnte es möglich sein, es ist ja zugegeben ein sehr kompliziertes, ein sehr komplexes Thema, wie könnten Journalistinnen und Journalisten das besser erklären, weil es uns ja einfach im Alltag zukünftig berühren wird und ja auch jetzt schon berührt? Ja, ich glaube, einerseits sind natürlich die spezialisierten Dokumentationen und alles wichtig, aber dann ist es wichtig, das zu verstehen, dass das auch ein Querschnittsthema ist, wo in allen Berichterstattungsbereichen, in der Politik, in der Wirtschaft, wenn es um das Steuersystem geht, um Konsum, aber auch in der Lokalberichterstattung, kann man Nachhaltigkeitsthemen wie den Klimawandel einflechten. Da gibt es eine Dimension, die man mit bedenken kann und über die man auch reden kann. Dazu muss man nicht die ganze Zeit nur über den Klimawandel schreiben oder berichten. Herr Professor Brüggemann, vielen, vielen Dank für Ihre Einschätzungen. Gerne, vielen Dank auch. Whistleblower halten sich ja oft lieber versteckt, wollen anonyme Quelle sein. So war das erst auch bei Frances Haugen, die ja die Enthüllungsserie Facebook-Files angestoßen hat. Dann aber die Wende.
Seit Oktober reist sie wie ein PR-Profi durch die politischen Zentren der Welt, um zu warnen, Facebook muss reguliert werden. Denn der Konzern stellt Profitinteressen über das Wohl der Nutzerinnen und Nutzer. Und das sind weltweit immerhin Milliarden Menschen, weil WhatsApp und Instagram ja auch zum Konzern dazugehören, der sich kürzlich in Meta umbenannte. Die Reporterinnen Svea Eckert und Lena Kampf kannten Frances Haugen zuvor nur aus Videocalls. In Berlin durften sie die Whistleblowerin auf Mission begleiten. Die Facebook-Files. Ein Datenleck stürzt den Tech-Giganten in eine tiefe Krise. Tausende Dokumente enthüllen, wie Facebook trotz bekannter Missstände einfach immer weitermacht. Facebook under fire. New troubling revelations about Facebook. And newly revealed documents show the company appears to be at war with itself. Eine Insiderin ist die Quelle. Medienwirksam tritt sie aus der Anonymität ins Rampenlicht. Her name is Frances Haugen. Kurz darauf wird sie vor den US-Kongress geladen. Sie fordert, Facebook muss reguliert werden. Ich bin überzeugt, dass Facebook Kindern schadet, unsere Gesellschaften spaltet und unsere Demokratien schwächt. Und die Medien sind Teil dieser Geschichte. Meine Kollegin Lena und ich. Seit Wochen werten wir die sogenannten Facebook-Files aus. Frances Haugen selbst haben wir bislang nur in verpixelten Videocalls gesehen. Doch jetzt ist sie hier in Berlin. Und wir werden sie begleiten, wenn sie ihre Botschaft an die Politik und die Öffentlichkeit bringen will. Als wir ankommen, ist sie gerade mit einem Interview fertig. Wir sollen die Nächsten sein. Just want to say hi. I'm nice to meet you. I'm Svea. Eine persönliche Beraterin, ein eigenes PR-Team begleiten sie, bereiten ihre Termine vor. Auch unseren Dreh und unser Interview mit ihr. What thrives you? Why do you do what you do? So I came into Facebook. Als ich bei Facebook anfing, hatte ich starke Vorbehalte gegenüber der Plattform. Schließlich hatte ich einen Freund, der sich 2016 mit Hilfe des Internets radikalisiert hatte. Und ich dachte sehr schnell, oh mein Gott, das Problem ist sogar noch viel größer, als ich dachte. Auf den Facebook-Servern hat die Datenanalystin Einblick in die gesamte interne Facebook-Forschung. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschreiben hier, wie sich Instagram toxisch auf das Körperbild von Teenagern auswirkt. Wie Facebook die Menschen auseinandertreibt, indem es gerade die extremen Positionen betont. Wie Konflikte weltweit durch Facebook befeuert werden. Während meiner Zeit bei Facebook war ich konfrontiert damit, dass die Firma womöglich Millionen Leben gefährdet. In Äthiopien eskaliert die Gewalt, die Hauptstadt unter Beschuss, in einem Konflikt, der maßgeblich über soziale Netzwerke befeuert wird. In vielen Dokumenten beschweren sich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über die Situation, machen Lösungsvorschläge. Frances Haugen bekommt zunehmend das Gefühl, dass der Führung die Probleme zwar bewusst sind, sie aber nicht wirklich etwas ändern will. Es reift der Entschluss, alles an die Öffentlichkeit zu bringen. Es hat Monate gedauert, bis ich mich entschlossen hatte, weil ich so eine Angst davor hatte. Ich war innerlich zerrissen. Ich konnte sehen, dass Menschen sterben werden und ich wusste nicht, was ich dagegen tun kann. Meine Mutter sagte mir dann, dass sie mich immer lieben würde, egal was ich tue, und ich solle meinem Herzen folgen. Allein gegen den Konzern, dessen Dienste Facebook, Instagram und WhatsApp weltweit mehr als 3,5 Milliarden Menschen nutzen und dessen Gründer in diesen Tagen gerade die nächste Expansionsstufe zündet. Sie erzählt die Geschichte einem Reporter vom Wall Street Journal. In einer Artikelserie berichtet er zuerst über das Leak, produziert einen sechsteiligen Podcast. Zunächst bleibt Frances Haugens Identität jedoch geheim. This is the Facebook Files. I
Ich wollte sie nicht einfach ins Internet abwerfen und sie den Menschen überlassen, die sie vielleicht auch falsch interpretieren. Ich möchte, dass wir eine Art Gemeinschaft bilden, in der die Menschen Zugang zu diesen Dokumenten haben und auf dieser Basis Ideen entwickeln. Mir ging es nie darum, einfach nur Schlagzeilen zu produzieren, wie böse Facebook ist. Auch unser Kollege Georg Maskulow von der Recherchekooperation NDR, WDR und Süddeutsche Zeitung ist mit Frances Haugen in Berlin. Er war ihr erster Kontakt zu Journalisten in Europa. Ein alter Bekannter von mir aus den USA hat mich hier in Berlin besucht. Ich dachte eigentlich, wir trinken irgendwie nur einen Kaffee und er macht viel in diesem Bereich und sagte, es könnte sein, dass es da demnächst eine bemerkenswerte Geschichte gäbe, eine Whistleblowerin. Und dann ging es eigentlich ziemlich schnell, weil klar war, dass Frances Haugen nicht nur mit amerikanischen Medien, sondern auch mit europäischen Medien ihre Erfahrungen teilen wollte. Die Süddeutsche Zeitung, die Tagesschau, aber auch Le Monde aus Frankreich, Berlinske aus Dänemark und der Tagesanzeiger aus der Schweiz arbeiten mit den Dokumenten, enthüllen zeitgleich. Für mich ist sie, nach allem, was ich von ihr erfahren habe und über sie weiß, geradezu der Prototyp einer Whistleblowerin. Weil was sind Whistleblower üblicherweise? Sie arbeiten in einem Unternehmen, in einer Firma, in einer Behörde. Sie treffen auf einen Missstand, der ihnen außerordentlich missfällt, der sie beunruhigt, den sie verändern wollen. Sie versuchen dies innerhalb der Institution zu verändern. Das hat Frances Haugen versucht. Sie hat sogar in der Abteilung gearbeitet, die versucht hat, diese Missstände zu beenden. Und dann stellen sie irgendwann fest, dass das nicht möglich ist und entscheiden sich, einen anderen Weg zu suchen. In Berlin trifft sie politische Entscheider und Organisationen. So wie bei Reporter ohne Grenzen, den grünen Politiker Konstantin von Notz. Das Interesse ist groß, denn die EU arbeitet gerade an schärferen Regeln. Der Digital Services Act soll Dienste wie Facebook und Instagram transparenter machen und die User besser schützen. Sollte das gelingen, wäre die EU den USA einen Schritt voraus. In Deutschland wird jede Currywurstbude reguliert und überall scheut man sich nicht, der Wirtschaft und den Menschen staatliche Vorgaben zu machen. Aber bei den großen Tech-Konzernen, da scheint das irgendwie unmöglich zu sein. Und das ist ein vollkommenes Missverhältnis. Selbst die Justizministerin nimmt sich Zeit für einen Fototermin und im Anschluss für ein Gespräch. Wir dürfen nicht dabei sein. Ja, Facebook hat Haugens Vorwürfe mehrfach zurückgewiesen und behauptet, sie habe keine ausreichende Kenntnis von den Vorgängen, die sie kritisiert. Die Dokumente seien veraltet. Der Konzern investiere Milliarden, nehme seine Verantwortung ernst, um User vor Hassrede und Falschinformationen zu schützen. Facebook verteidigt sich. Rechtlich sind sie allerdings noch nicht gegen Frances Haugen vorgegangen. Die Whistleblowerin hat sich Beratung gesucht. Die Frau mit den schwarzen Haaren ist Libby Liu, Geschäftsführerin der Organisation Whistleblower Aid. Whistleblower Aid finanziert sich über Spenden, unterstützt Frances Haugen unentgeltlich. Die Organisation wird von Tech-Milliardär Pierre Omidyar gefördert. Der eBay-Gründer gilt als Tech-Kritiker, setzt sich mit einer eigenen Organisation seit Jahren für digitale Rechte ein. Ich wollte mich rechtlich absichern. Schließlich stehe ich einer milliardenschweren Firma gegenüber. Die können ziemlich vieles mit mir machen. Organisationen wie Whistleblower Aid sind total wichtig, denn sie helfen mir, eine rechtlich geschützte Enthüllung zu machen. Zusätzlich steht Frances Haugen ein Team von Anwälten zur Seite, von Bryson Gillette. Gegründet von Bill Burton, in den USA kein Unbekannter. Bill Burton war auf der einen Seite der Vizepressesprecher von Barack Obama im Weißen Haus, also ganz klares politisches Lager. Und mit seiner Firma Bryson Gillette betreibt er eben nicht nur PR und Kommunikation, wie es auf der Website so schön heißt. Das ist richtig politische Arbeit. Die organisieren Kampagnen. Das ist also wirklich ein politisches Schwergewicht auf nationaler Ebene in Amerika, der ihr da zur Seite steht. Und die haben sehr ähnliche Anliegen wie sie selbst. Die wollen, dass Facebook reguliert wird. Der Grund? Trump und seine Auswüchse,
wie der Sturm aufs Kapitol, angefacht durch die sozialen Netzwerke. Seitdem drängt es die Demokraten immer mehr, die Macht von Facebook zu beschneiden. Die professionelle Art, wie Frances Haugen mit ihrer Botschaft an die Öffentlichkeit geht, wird registriert und unterscheidet sie von anderen. Ich habe bis heute keine Whistleblowerin erlebt, die so gut beraten gewesen ist, übrigens auch von so vielen Personen beraten wird, wie das im Fall von Frances Haugen der Fall ist. Jetzt gibt es ja Vorwürfe, das Ganze wirke wie so eine orchestrierte Kampagne, weil eben so viele Medien nach und nach auch dazukommen, weil die Dokumente nach und nach eben rauskommen. Wie begegnet man dieser Gefahr, Teil von irgendjemand instrumentalisiert zu werden? Indem wir an jeder Stelle darauf achten, dass eine solche Berichterstattung zu unseren Bedingungen stattfindet. Aber die Frage, die ich in einem solchen Fall versuche zu entscheiden und zu entscheiden habe, ist, ob das Material in einem solchen überragenden öffentlichen Interesse ist, dass selbst wenn mir nicht alle Begleitumstände einer solchen Berichterstattung gefallen, ich meine journalistischen Standards sichern kann. Auch der zweite Tag in Berlin ist durchgetaktet. Heute bin ich, Lena, mit Frances Haugen unterwegs. Nach einem Termin bei der FDP steht schon das nächste Treffen an. Mit Abgeordneten anderer Parteien. Und wir immer hinterher. Einfach dem Auto dahin, dem Taxi vor Ihnen hinterherfahren, bitte. Aus der unbekannten Datenanalystin ist eine Art Whistleblower-Popstar geworden. Hallo. Hi. Zwischen zwei Terminen bleibt Zeit für einen Abstecher in den Reichstag. Oh ja. Yeah. Because we wanted to show you the heart of the Bundestag. Frances Haugen spürt die Verantwortung und versucht sich trotz der Erwartungen nicht zu verbiegen. Can I take a quick selfie? One, two, three. Sie will etwas verändern, aber sie will sich auf keinen Fall instrumentalisieren lassen. Oh, wow. Wow, that's so cool. How beautiful. People definitely sometimes want me to take positions that I. Einige Menschen wollen, dass ich bestimmte Positionen einnehme, zum Beispiel Mark Zuckerberg persönlich angreife. Aber ich bin davon überzeugt, dass es hier nicht um schlechte Menschen geht oder schlechte Inhalte, sondern um Systeme und strukturelle Anreize auf Facebook und für Facebook. Und davon rücke ich nicht ab. Was sie fürchtet, sind Verschwörungsmythen über sie im Internet. Menschen, die sich daraufhin radikalisieren könnten. Den genauen Wohnort ihrer Familie hält sie geheim. Ihr neues Leben hat Schattenseiten. Aber sie glaubt, ihre Aufgabe gefunden zu haben. In der Zeit, als ich die Dokumente gesammelt habe, hatte ich große Angst, nicht fertig zu werden. Verglichen damit bin ich heute ruhig. Alles, was ich jetzt tue, ist, Menschen die Dinge zu erklären. Meine Eltern waren Professoren. Meine Mutter wurde sogar Priesterin. Ich sehe es als eine Art Dienst an der Gesellschaft, die Dinge zu erklären. Ihre Zeit in Berlin geht zu Ende. Danach geht es für Frances Haugen weiter nach Brüssel und Paris. Sie verfolgt ihre Idee mit aller Kraft, Facebook zu verändern.